Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt meinerseits. Und zwar handelt es sich hier um den FIFA 15 Karrieremodus, weil ich einfach halt FIFA auch nochmal allgemein spielen wollte und mir das relativ viel Spaß macht. Und ja, so als kleines Nebenprojekt zum Fußballmanager quasi, wobei FIFA dabei eigentlich genauso eine große Rolle spielen wird. Wird auch in genau den gleichen, in der gleichen Menge wahrscheinlich kommen. Aber der Fußballmanager hat halt eindeutig noch ein bisschen mehr Priorität, weil man damit halt auch einfach mehr anstellen kann und deshalb auch länger eben spielbar und sowas ist und ja, weil das halt eine längere Motivation bietet. Ja, wollte ich aber jetzt nicht weiter drauf eingehen. Machen wir einfach hier mal, fangen wir an mit FIFA, machen wir mal eine neue Karriere und selbstverständlich eine Trainerkarriere oder Spielerkarriere, das macht nicht unbedingt so viel Spaß, finde ich. Ja, beim Fall der Vereinswahl war ich relativ unentschlossen. Da hatte ich erst gedacht, sowas wie, halt hier gehen wir mal in die zweite Liga. Das war sowieso klar für mich, dass man halt zweite Liga nimmt. Erstmal sowas gedacht wie Darmstadt oder so würde das Sinn machen. Oder auch vielleicht sowas Kleines wie Aalen oder Heidenheim, wo man halt sich halt richtig was aufbauen würde. Aber dann habe ich dann relativ schnell halt eben Abstand von genommen, weil das auf YouTube schon relativ häufig gezeigt wurde. Und daher dann immer wieder das aufs Gleiche hinauslaufen würde und ich da nicht wirklich eine Langzeitmotivation drin sehe. Dann bin ich jetzt auf den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, irgendeinen Verein nehmen, wo vielleicht etwas ist, wo man schon eine Grundlage hat, irgendwas Cooles, wo man vielleicht schon eine Mannschaft steht und wo man allgemein, wo eine Mannschaft, die halt Potenzial hat, aber vielleicht ein Potenzial auch ein bisschen hinterherläuft im Moment. Und da kamen dann so ein paar Mannschaften da raus, weil ich dann letztendlich doch relativ schnell drauf gekommen bin, was ich nehmen will. Und dann halt eben auf 68 München gekommen bin. Ganz einfach, weil halt wirklich ein tolles Stadion haben. Der Allianz Arena und ein Riesenstadion. Und weil sie halt auch ewig, wie gesagt, schon ihrem Potenzial so hinterherlaufen. Jetzt in der letzten Saison knapp nur im Abstieg entgangen sind und weil da wirklich sehr viel mehr drin ist. Weil guckt hier, 3,5 Millionen Transferbudget ist für die zweite Liga echt schon mega viel. Weil guckt, Braunschweig, die sind abgestiegen, die haben im Vergleich 1,2 Millionen, Aue 600.000, Düsseldorf 2 Millionen, Ingolstadt 2 Millionen, St. Pauli 1,5 Millionen, oder hier Fürth 2 Millionen, da, gut, Leipzig ragt um 10 Millionen arg raus, aber die kann man jetzt nicht wirklich als Gradmesser nehmen. Ja, aber sonst kommt da keiner so richtig dran. Gut, Nürnberg hat auch noch die 3,5 Millionen, aber sonst ist da wirklich niemand. Und deshalb, ja, da kann man sich, da lässt sich schon was Ordentliches mit aufbauen. Gehen wir aber damit jetzt mal rein. Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall Legende, weil das andere, die finde ich einfach alle zu einfach. Selbst Legende ist teilweise schon, man sich denkt, schenkt das Spiel schon was her und dann ist es teilweise richtig unfair. Aber gehen wir auf jeden Fall auf Legende. Halbzeitlänge 6 Minuten finde ich eigentlich optimal. Ist nicht zu kurz, aber auch nicht irgendwie zu lang. Strenge bei Finanzen, da gehen wir einfach mal in die Mitte auf Mittel. Währung natürlich Euro. Stadion ist sicher, Allianz Arena. Dann genutzte Teams, bin ich gerade überlegen, aktuell herunterladen. Ja, machen wir aktuell herunterladen. Europäischer Wettbewerb in erster Saison machen wir auch einfach mal. Müssen wir zweimal losen, genau, dann sind die perfekt. Trifft auf uns aber auch nicht zu, habe ich jetzt einfach mal gemacht, weil es dann ein bisschen interessanter wird, finde ich. Erstes Transferfenster im Sommer deaktivieren, das ist unnütz, das lassen wir mal. Machen wir hier weiter, lädt dann die Aktualisierung erstmal runter. Dann müsste gleich eigentlich schon der erste Screen kommen, mit dem, wo die Karriere dann anfängt und geladen wird. Ja, okay, aktuelle Kader wurden heruntergeladen. Ah ne, jetzt kommt ja noch diese Geschichte hier, muss man gerade in die Tastatur. Dann machen wir das so und so. Dann Nationalität auf jeden Fall Deutsch natürlich. Das, ach, lassen wir einfach so, ist gut. Okay. Wir hätten jetzt neuer Schiff gerufen, ist auch jetzt so diese Standardtexte, braucht man nicht wirklich drauf einzugehen. Ein zielstrebiger Typ, der uns sicher den Erfolg bescheren wird, den wir uns wünschen, bla. Neue Karriere erstellen, machen wir auch mal. Geben auch mal kurz einen Namen, machen wir einfach hier. So, dann passt das. So, und jetzt sind wir auch schon direkt im Anfangsbildschirm, wo wir dann schon anfangen können mit den Kaderplanungen und so dem ganzen Kram und anfangen können zu spielen.
Bei der Formation gucken wir mal erstmal in die Taktik. Das ist ein bisschen so das Interessanteste. Kann man so stehen lassen, finde ich. Da werden wir auf jeden Fall im 4-2-3-1 spielen, weil das ist einfach in FIFA echt eine gute Formation ist. Gerade für den Karrieremodus finde ich das echt praktisch. Man einfach hinten diese 2-6 hat und mit denen mega kompakt ist und halt außen Spieler hat. Und wenn man da schnelle Spieler hat, kann man halt mega gut damit kontern. Und die Sechser können dann vorrücken, dann hat man im besten Falle sowas wie sechs offensive Spieler. Vielleicht mit den Außenverteidigern kann man sogar auf 8 kommen. Das ist einfach von der Variabilität her richtig gut. Und da kann man auch bei der Kaderplanung, das passt eigentlich überall rein. Wenn man dann wirklich im Spiel mal irgendwie gegen starke Mannschaften spielt, kann man ja immer noch umstellen. Man mit ein, zwei Auswechseln quasi fast jede Formation erreichen. Und das ist, finde ich, einfach praktisch. Und da will ich daher darauf gehen. Bei, ja, gut, hier die Kader kann man erstmal so stehen lassen. Da sind ja eh erstmal die Testspiele dann, wo man durchwechseln kann ohne Ende. Da haben wir hier aber auch wirklich einen breiten Kader, wenn man so guckt. Hier Mulic, gut, hier der zweite, ne, der dritte Torhüter müsste es sein, ja, Nitolitski mit 59, sonst sind die alle hier über 64, gut, Kovac noch 58, gut, Vollmann 61 und Wolf 62, aber sonst kommen die, also zumindest mal alle über 60 und das ist schon für die Zweitliga mehr als ausreichend. Und hier bis Okot hier zum Beispiel mit einer 70, das sollte eigentlich passen. Haben wir einen richtigen breiten Kader, mit dem man wirklich angreifen kann. Boah, Tega packen wir mal gerade ins Tor, weil der hat mit einer 66 doch dann schon ein bisschen besser als Eicher. Ja. Aber sonst kann man das eigentlich so lassen. Kagelmacher würde ich dann auch eher noch an die Innenverteidigung ziehen, wenn ich das mal gerade so sehe. Ich gar nicht so drauf geachtet gehabt. Müssen wir mal gerade gucken. Ja, holen wir einfach mal Bülow dafür raus. Und gehen dann einfach außen hier noch auf diesen Angar oder wie auch immer man ihn ausspricht, dann passt das. Erstmal, ja, kann man erstmal so speichern. Dann weiter, Transfer, das ist erstmal uninteressant, da will ich auch generell nichts machen, weil ich in der ersten Saison, zumindest mal bis zur Winterpause, da nichts großartig verändern will. Eventuell gehen wir doch nochmal gerade kurz in die Mannschaft, so einen Kovac, gut, Kovac haben wir aber auch nur einen von, als Außenverteidiger. Nee. Ja, vielleicht noch den einen oder anderen zu verleihen. Hier einen Innenverteidiger zum Beispiel oder dann ja, Mulic könnte man eventuell verleihen, den dritten Torhüter. Und vielleicht Kovac, weiß ich noch nicht. Würde ich aber jetzt nicht unbedingt als sinnvoll ansehen, weil, wenn man überlegt, dann haben wir ja nur noch drei Außenverteidiger, wenn einer verletzt ist, ist das schon kacke. Von daher lassen wir den erstmal drin. Ja, dann eher hier nur Mulic, Nitolitski und hier Berger. Ansonsten kann man das wirklich so stehen lassen. Weil man da wirklich, da können wir durchwechseln, wie wir wollen. Bandowski hätten wir theoretisch noch einen Außenverteidiger. Muss man mal gucken, wie man das dann macht. Wie sich das alles so spielen lässt, ich weiß es nicht. Aber okay. Gut, ich habe es ja einmal schon, wenn man vielleicht geguckt hat auf dem Kanal, in dem Testvideo mit denen gespielt. Und da fand ich es wirklich, das hat richtig Spaß gemacht. So bin ich auch eigentlich auf die gekommen, weil da war es wirklich, mit denen konnte man, die haben sich eigentlich richtig gut spielen lassen zu dem Zeitpunkt. Und ja, man konnte halt mit denen schönen Spielaufbau machen und sowas. Das wäre bei den anderen drei Kandidaten kaum gegeben gewesen. Da kann man zwar mit viel rumherum passen und sowas auch, Spielaufbau und sowas machen, aber das ist einfach viel zu aufwendig. Da geht es hier schon deutlich besser, da hat man schon wirklich besseres Spielmaterial, um auch vielleicht mal in der Bundesliga was zu erreichen zu können, ohne großartig da ewig nachbessern zu müssen. Ja, dann haben, wenn wir hier halt vorgestellt im Mittelfeld sollen wir, glaube ich, landen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ach, egal. Das ist im Archiv, nee, habe ich jetzt gelöscht, egal. Gucken wir gleich nochmal. Gut, das wäre halt mit den Scouts. Ist aber auch erstmal uninteressant, weil das dann eher, ich die eher nutze, wenn ich halt Spieler generell irgendwelche beobachten will. Gut, die schlagen auch immer welche vor, aber da achte ich nicht so wirklich mega drauf. Die halten nicht nach Innenverteidigern Ausschau, gut, ist eigentlich egal. Infos zum Transfermarkt. Gut, dass die halt von der Formstärke abhängen und verbleibenden Vertragslaufzeit.
Status im derzeitigen Verein und diversen anderen Faktoren, ja, ist eigentlich so ziemlich das, was man sich denken kann. Und nationalen Pokal brauchen wir quasi nichts erreichen. Runde der letzten 32. Das müsste eigentlich die zweite Runde sein. Und von daher müssten wir da eigentlich schon fast drin sein, müssen wir auch gerade gucken. Oder wir müssen die erste Runde noch spielen. Das erste Testspiel ist auf jeden Fall mal. Oh, ich hole mal die Maus da aus dem Bildschirm raus. Gegen, was ist denn das? Molde FK, genau. Und dann hier, das ist irgendein genereller Verein im Spiel, Gela Plata, keine Ahnung. Das zweite Testspiel und dann gegen Al-Ittihad. Okay, das ist Saudi-Arabien. Ja, kann man sich auch nicht wirklich was vorstellen. Doch, wir müssen den Pokal sogar noch spielen. Das ist bitter. Gegen Kaiserslautern. Ja, ist auf jeden Fall kein einfaches Los. Wenn man hier so guckt, gut, Fürth, Düsseldorf sind auch drin, aber sonst ist das so ziemlich. Mit denen hätte man es kaum schwerer erwischen können. Aber naja, egal. Hätte ich lieber irgendwie 1000 oder sowas gezogen, aber gut, was kommt, müssen wir halt schlagen. Und dann geht's schon los hier mit Ingolstadt und Erzgebirge Aue. Und ja, dann sieht man halt hier. Gut, da sage ich jetzt nicht so, das ist halt generell der Spielplan. Ist ein machbarer Start, aber ja. Hätte auch eigentlich kaum schlimmer kommen. Also hätte eigentlich nichts, was so wirklich gravierendes kommen können, außer wenn man jetzt halt hier so für Düsseldorf oder sowas wäre vielleicht noch schlimmer gewesen. Aber ja, nicht egal. Dann gehen wir hier vorne ran und dann kommen wir schon direkt Richtung, langsam Richtung erstes Testspiel, wenn ich mal gerade so gucke. Ja. Und dann gehen wir nochmal hier ins Büro, haben wir den Nationaltrainer, ja, für halt als Nationaltrainer könnte man, wenn man das wollte. Finde ich aber auch eigentlich uninteressant, eher dann, wenn mal die Turniere hier im Spiel gespielt werden, also sowas 2016 rum. Du bist das als erstes, wo das in Frage käme, ansonsten ist da ja eh nicht so unbedingt mega interessant. Wie ich gerade am Überlegen, ich bin eigentlich gerade ziemlich überrascht, dass das so schnell vonstatten ging. Gut, die Karte analysieren will ich jetzt eigentlich auch nicht mehr großartig machen. Aber das ist auch irgendwie kacke jetzt, da das Spiel mit reinzupacken, weil es dann einfach viel zu lang wird. Was könnte man da jetzt noch machen? Gut, gucken wir mal kurz in die Verträge, das kriegen wir jetzt auch noch irgendwie hin, dann machen wir im nächsten Part das Spiel, weil sonst ist es einfach viel zu lang. Gut, Bülow, Valori, Mulic und Wolz haben ein Jahr Vertrag. Das ist gut, das sind vier Verträge, die zu verlängern sind, maximal. Je nachdem, wenn man die halt alle halten will. Muss mal gucken, da habe ich jetzt noch gar keinen Plan von. Dann die haben alle 2 Jahre. Dann hier teilweise sogar 3 Jahre. Bis hin Simon Sanchez und ja, Simon und Sanchez mit 4. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Und auch Spieler, die so lang gebunden sind. Vor allem, die noch relativ jung sind. Man guckt hier, Simon, okay. 23, das ist absolut im Rahmen. Dann ist der 27 oder ja, so um die 27. Also auf jeden Fall ein schwacher Fuß 5 Sterne, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Und gut, ist allgemein Rechtsfuß, das ist ja dann eigentlich ziemlich egal. Und 3 Sterne Spezialwirkung, okay, das ist relativ Standard bei den Flügeln. Dann, gut, Sanchez genau das gleiche. Der hat auch noch, der ist dann auch so 27 rum. Und da ist es auch absolut im Rahmen. Den kann man selbst dann nochmal um 2, 3 Jahre verlängern und hat dann immer noch was. Weil bis 30 kann man die ja locker spielen lassen. Da ist ja nichts dabei. Okay. Und hier dann, okay, Rodri, ey, der ragt da total raus mit seinen 25.000 Gehalt, wenn man gerade guckt. Sortieren wir die mal. Okay, Okoti hat auch 25.000, aber dann geht das, zack, das so ab. Hier Bülow 10.000, Adlung Anan und Kangmacher noch mit 10.000. Ist schon krass, dass man so guckt. Vor allem, wenn man hier im verbleibenden Gehaltsbudget dann noch guckt, beim Transferbudget, da haben wir gerade mal 25.000 noch zur Verfügung. Und die beanspruchen das alleine schon als Einzelne. Das ist schon krass. Weil man sagen muss, in der Bundesliga geht es dann auch ruckzuck auf 60, 70, 80.000 hoch, aber trotzdem. Im Vergleich zu den anderen finde ich das schon ziemlich hoch. Und Jugendstab ist ja eh noch im Moment ziemlich uninteressant.
Und Fußballschule daher auch, das ist ja, hängt ja zusammen, da kann man ja wieder mieten oder sowas. Nee, brauchen wir am Anfang eigentlich nicht. Finde ich, vor allem nicht mit so einem Transferbudget, das will ich dann eher haben und im Winter da nochmal irgendwie nachbessern zu können. Da werde ich generell bestimmt irgendwas finden, wo man sagen muss, da macht Sinn nachzubessern, oder wenn englische Spieler dann sagen, sie wollen unbedingt weg und wir sie halt loswerden wollen, muss man gucken, wie ich mit dem Spielraum auf jeden Fall mal nicht verbauen. Okay, dann aktuelle Übersicht der Karriere, okay, das ist uninteressant. Ziele wollte ich gerade mal gucken. Wir haben Aufstieg drin dabei sein, haben sie sogar gesagt. Es müsste, wenn man hier nach den Balken guckt, eigentlich sowas 5. 6. Platz Minimum sein. Ja, das geht. Das sollte machbar sein, auf jeden Fall. Ist auch eigentlich so ziemlich das, was ich eigentlich erreichen wollte. Also auf jeden Fall oben mitzuspielen, wenn nicht sogar den Aufstieg zu packen, weil das ist mit der Mannschaft eigentlich schon machbar. Und im Saisonkalender waren wir eben. Andere Ligen ist auch uninteressant, weil da noch so ziemlich nichts gespielt sein dürfte. Teamstatistik, ja, ist auch uninteressant, das brauchen wir eigentlich nicht. Im Moment, Spielerstatistik ist ja auch im Moment gar nichts, logischerweise. Ja, Jobangebote werden wir keine haben. Hier waren wir auch gerade eben schon. Ja, Transfers. Gucken wir mal gerade im Kader aus Spaß, auf den Positionen, ob da nicht noch irgendwo was ist, wo man jetzt von den Spielern eng werden würde. Gut, Außenverteidiger hat man dann mit dem Kovac, wenn man ihn hält, wirklich auch noch vier. Was ich dann auch, jetzt nur gerade nicht so drüber nachdenke, wahrscheinlich machen werde. Ihn dann auf jeden Fall die Saison zu behalten und nicht auszuleihen oder sowas. Linkes Mittelfeld einer, gut dafür im rechten aber auch drei. Ist auch im Rahmen. Zentral defensives Mittelfeld 4. Dann mit Bedia noch ein ZM, der auch eher zurückgezogen wird wahrscheinlich. ZOM 2 und im Sturm 4. Das ist wirklich, das ist absolut im Rahmen. Eventuell noch im Sturm einen abzugeben, ich weiß es nicht, aber ansonsten ist es eigentlich super. Müssen wir mal gucken. Ich weiß es nicht, vielleicht Rodri da noch abzugeben. Das werde ich jetzt auch mal probieren. Er hat zwar 3 Jahre Vertrag, ne, ich will ihn nicht verlängern. Ja, weil mit Okoti haben wir da einfach einen Stürmer, der eher gesetzt ist. Wenn ich mal gucke, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist. Rodri ist 24, aber Okoti, wie alt ist der? Der ist auch ein Stückchen noch größer auf jeden Fall. Gut, Okoti ist sogar älter. Aber Rodri würde da auch einfach zu wenig einkriegen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, wenn man den nur über Joker bringt. Da will ich dann eher den anderen zwei. Da die. Ach, jetzt bin ich schon wieder drauf. Ja. Die Chance geben, als den da dann noch großartig hinten dran zu halten, der wahrscheinlich eh Unruhe stiften wird. Von daher will ich den eigentlich abgeben. Machen wir auch gerade. Setzen wir den auf die Transferliste. Kürzlich von Barcelona B gekommen, ja. Das ist natürlich mies. Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja. Dann müssen wir den eigentlich halten. Weil verleihen will ich ihn nicht. Müssen wir mal gucken, dass wir dann, wollen wir den anderen Stürmer. Warte, machen wir es so. Dann holen wir hier Mulic und machen den auf jeden Fall mal auf die Leihliste. Da will ich auch eigentlich, da gehen wir auch direkt auf einen neuen Vertrag bei dem. Weil ich den eigentlich halten will. Und, weil er soll sich eigentlich auch noch relativ gut entwickeln. Weil er auch, wie ich mal geguckt hatte, eigentlich, meine ich, relativ groß war. Gehen wir hier auf Rotationsspiele auf jeden Fall und dann machen wir hier noch 5% Torprämie einfach mal rein. Ja. Mal gerade gucken, wie groß er jetzt wirklich war. Ja, 2,3 Meter. Das muss man nur überlegen. Das ist so dermaßen krass. Da muss wahrscheinlich, auf den kann man Flanken schlagen und die Innenverteidiger gehen gegen den hoch. Der braucht nicht mal irgendwie springen. Ja, das ist auf jeden Fall krass. 84 Kilo ist da auch im Rahmen. Und vor allem, wenn man dann mal guckt, sein Pace ist dafür auch eigentlich noch relativ in Ordnung. Mit 66er Antritt und 68er Sprintgeschwindigkeit. Da man andere vergleichbare nimmt, die sind da viel langsamer. 69er Stärke, okay, das geht. Könnte mehr sein, aber ist auch noch in Ordnung. Vor allem für 57er Gesamtstärke. Lässt sich auf jeden Fall drauf aufbauen.
Gut, ist aber ist jetzt erstmal egal. Würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss mit dem ersten Part. Haben wir jetzt nochmal ein bisschen in die Länge gezogen, aber war mit Rote gar nicht mal so schlecht, weil ich wollte das Spiel jetzt wirklich nicht mit reinpacken. Und im nächsten Part machen wir dann auf jeden Fall das Spiel gegen Molde. Gucken wir gerade in den Kalender, das sind dann, ja. Und dann simulieren wir wahrscheinlich so weit vor bis hier zu dem La Playa-Spiel, oder wie das hieß. La Plata-Spiel, genau. Und machen dann das im übernächsten Part. Ja, okay. Sag ich erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe, dass es bis hierhin gefallen hat und dass ihr auf jeden Fall beim nächsten Video nochmal dabei seid. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.